Hier bin ich wieder. Ich habe jetzt in der letzten Folge das Buch, was ich hatte, habe ich jetzt hier nochmal. So, jetzt habe ich hier die Vampir-Dingens nochmal und ja. Ich speichere das mal eben auf die Schnelle. So, soweit bin ich dann schon mal. So, ich nehme sein Ei mit. Und dann versuche ich jetzt das nochmal, was ich letzte Folge nicht hinbekommen habe. Irgendwie ging das nicht, keine Ahnung warum. Wo ist denn jetzt? Ach, da unten. Okay, mal sehen. Oh, genau, Alter. Dieses Feuer von denen, das haut so rein, das ist ja unglaublich, ey. Na gut. So, warte mal, dann mach ich hier oben noch mal speichern, Schnellspeicher, so. Das scheint aber so noch nicht zu funktionieren, aber na gut. Mal sehen. So. Aber mein Meister ist tot. Seine Feinde werden da. Nein. So. Und? Ja, hast du auch. Ich versuche den hier mal. So. Dann könnt ihr auch noch gegen ihn kämpfen. Okay, so Vampir-Dings soll ich verwenden, alles klar. Das habe ich hier. Da steht jetzt nichts bei, wie viel Magie ich dafür brauche. So, dann lass mal, achso, gucken. Dann kommt aber der. Kann das nicht verwenden? Das ist merkwürdig. Warte mal. Okay, muss das anders machen von hier unten. So. Letztes Mal wieder auch sowas gemacht und da ging das irgendwie vorbei. Wo wart ihr? Nein, ach, geh doch aus dem Weg, blöde. Was möchtest du tun? Nähern? Reden. Ich will mit ihnen reden. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Mir fehlt die Mottenbreter zur Burg. Okay. Bei den Göttlichen. Als wären meine Augen geöffnet worden. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Ich muss euch gehorchen. Ja. Was soll ich für euch tun, Meister? Zieh die Nacken aus. Nein, lieber nicht. Ich beauftrage euch, zu Burg Volkjar zu reisen. Natürlich. Wo kann ich diese Burg finden? Draußen irgendwo. Um genauer zu sein, oh.
vor der Nordküste von Himmelsrand, genau, westlich von Einsamkeit. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Und da läuft er. So, ich habe gerade ein bisschen Schokolade im Mund gehabt, aber das war dann doch ein bisschen zu viel und da war mein Mund dann zu voll und überhaupt. So, jetzt geht's weiter. Das wurde dann doch so schnell irgendwie zu weich und so, das war das. Lass mal gucken wegen neue Stufe und so weiter. Was habe ich denn hier im Moment? Stufe 25 und ich könnte was verbessern. Was machen wir denn? Ich würde sagen Magika, ne? Ist so wenig von diesen Magika. Ja, komm, Magika. Talent zu verbessern 1. Okay, Zerstörung. Zerstörung ist immer gut. Doppelte Zerstörungszauber. Warte mal, nein. Haben wir den schon? Nee, das sind wir bis dann. Wie sieht es denn hier aus? Eiseskälte, Flammenmeer. Soll ich das nehmen? Flammenmeer. Eises Kälte. Lähmt das Ziel, wenn die Gesundheit sehr niedrig ist. Das geht nicht. Da brauche ich, 70. Brauchen wir 75. Erlernen, Zerstörung, für die Hälfte der Magik, ja. Ich könnte, nee, das hat 60, das hat auch 60. Flammenmeer. Bei Feuerfahrten flieht das Ziel, wenn seine Gesundheit sehr niedrig ist. Naja, was heißt sehr niedrig? Wenn das nur noch 10 Punkte hat, 50 Punkte hat, wie viel? Flammenmeer. Dann hätte ich das da voll auf, aber... Ja, komm. So. Flammen. So. Mal sehen. Guti. Ist denn sonst noch was hier? Berichte Harkon von deinem Erfolg. Okay. Alles klar. Genau, ich kann von hier aus nicht schnell reisen, weil ich bin ja sozusagen unter der Erde. Gut, dann muss ich erstmal wieder hier raus. Und hep. Hep. Also spring doch. So. Aua. Gut, wer liegt denn hier? Ach, ein Hund. Ach, du dicker Hund. So, und dann hier durch. Habe
wohl doch etwas länger gebraucht für den Typen, als ich dachte. Aber gut. Auch weil er da war, das Mikrofon so weit weg eben. Ich hoffe, man hat mich trotzdem noch gehört. So. Oh, ist das hell. So, jetzt kann ich schnell reisen. Warte mal. Nein, ich will nicht schlafen. Hier dran? Ja, ist gut. Da muss ich hin. Ist so hell? Ja, ich weiß. Ich brauche irgendein Heilmittel, wenn es geht, damit ich kein Vampir mehr bin, aber... Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Aber auch so als Halbvampir oder wie auch immer kann ich gut kämpfen. Ich bin jetzt auf Stufe 26. Immerhin. So, da unten ist der Typ. Wie lauten eure Befehle? Ich habe keine. Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr und Serana unseren Mottenpriester finden würdet. Tja, da staunst du, wa? Ich habe die Mottenpriester zu meinem Diener gemacht. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht zu schwierig. Ach was. Die Dimmerwache hat versucht, mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte den Klang ihrer Schreie gehört. Nun, euer Diener wartet und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören. Okay. So, wo bist du denn, Mottenbries? Hier bist du. Meister, so. Ich bin wie befohlen hierher gereist. Ja, schön. Ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Natürlich. Was soll ich für euch tun? Ach, du sollst einfach nur die Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig, die Schriftrolle der Alten. Genau. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Ja, gut. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Aha. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Mhm. Okay. Seid gegrüßt, Meister. Ja. Was benötigt ihr? Im Moment nichts. Ich muss mit Harkon reden. Das war nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Naja, aber ich möchte... Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Ja, schön, danke. Wisst ihr vielleicht, wo ich die anderen Schriftrollen finden kann?
Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Oh. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine verschollen. Dwemer-Ruine? Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Das stimmt. Gut. Braucht ihr etwas? Begonnen dem Echo nach. Gut. Die Suche nach der Offenbarung. Okay, Schriftrolle finden, Drache Alten und die Schriftrolle der Alten Drache abgeschlossen. Okay. Lasst mich in Ruhe. Alchemiezutaten, um die ich euch gebeten habe. So, Moment. Lass mal gucken. Finde die Schriftrolle der Alten, genau. Die eine habe ich schon gefunden. Finde ich Schriftrolle der Drachen, das ist gut. Und dann hätte ich jetzt hier unten noch sprich mit sie. Ja, gut, das machen wir ja jetzt. Um den Rest der Rosa zu entschlüsseln. Laut Mottenpriester Dexion benötigen wir 2 weitere Schriftrollen der Alten, um Aurias Bogen zu finden. Die erste sagt die Wechselwirkung zwischen den Drachen und der Geschichte von Nirn voraus. Die zweite deutet die Herausforderung der Götter durch das Blut der Sterblichen an. Gut, die eine habe ich schon gefunden, die Schriftrolle der Alten, Drache, und dann kommt noch die Schriftrolle der Alten, Blut. Okidoki, aber... Ja, das... Nun, da gab es Schwierigkeiten. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Woran das denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten 2 weitere Schriftrollen der Alten. Yep. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Okay. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Aha. Ganz besonders nicht mein Vater. Okay. Interessiert sich Harkon überhaupt noch für dich? Wisst ihr, das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte, ich hoffte, dass er wieder etwas fühlen würde, wenn er mich sehe. Aber ich glaube, jetzt spiele ich für ihn keine Rolle mehr. Tja. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ja, genau. Also ich meine, wenn er dich nicht mehr will, dann kannst du ja zu mir kommen. Ich habe ein Haus hier in... Also, du weißt schon... Und da könnte man doch dann, Aber sag mal, wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Das wäre ja zu einfach, um wahr zu sein. Aber ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Vielleicht war sie zu Hause. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Tja. Wie wäre es zum Beispiel genau hier in der Burg? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Tja, ich meine, hier selbst in der Burg, ich meine, da wird er doch nicht suchen, also, ne? Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist, ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Ja. Man kann es mal versuchen, ne?
Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater etwas bemerkt? Vertraut mir, ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Okay, lass uns zum Geheimgang der Burg gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Gut, aber vorher werde ich dann noch ein paar Sachen verkaufen und das mache ich dann auch in der nächsten Folge. Ich mache heute mal ein bisschen früher Schluss und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bye bye.